Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Klartext, dem Expertentalk. Wie Sie aus den bisherigen Sendungen wissen, widmen wir uns immer wieder regelmäßig dem Thema Geldanlagen, interessante Geldanlagen und nicht zuletzt Sachwerten. Bei meiner Recherche hierzu ist aufgefallen, dass Kunst immer mehr in den Fokus von Anlegern rückt. So zum Beispiel bei großen Investoren, institutionellen Investoren wie Harvard und Yale und auch andere Banken, Stiftungen, Vermögensverwaltungen widmen sich immer mehr diesem Thema. Demzufolge habe ich heute einen Experten eingeladen, der mit mir dieses Thema heute bearbeiten wird und für Sie ein bisschen klarer machen wird. Begrüßen Sie herzlich Dr. Arne Freiherr von Neuberg. Herzlich willkommen. Ja. Guten Tag. Herr von Neuberg, Kunst ist ja ein schwieriges Thema. Wie machen Sie es Anlegern leicht, in Kunst zu investieren? Also erstmal ein schönes Thema. Und als solchen möchte ich auch begriffen wissen, tatsächlich ist es so, dass das Thema erklärt werden muss. Kunst ist keine allgemeingültige Anlage, die man kennt. Man kennt Gold, man kennt Immobilien, viele, viele andere Sachwertanlagen. Da haben wir beim Thema Kunst noch einiges nachzuholen, aber Sie haben es, Herr Pieper, gerade richtigerweise angesprochen. Banken und Versicherungen investieren im großen Maße in Kunst, sicherlich auch dem Prestige geschuldet einerseits, andererseits aber natürlich würden sie es nicht tun, davon können wir ausgehen, wenn es nicht ertragreich wäre. Jetzt müssen wir uns ja vorstellen, unser Publikum sind Bürger, keine Institutionellen, die keine Zeit haben, sich mit Kunst zu beschäftigen. Wie kann ein normaler Privatanleger sich diesem Thema widmen? Es gibt Möglichkeiten im Internet, sich natürlich zu informieren oder auch über die einschlägige Literatur. Es gibt die Kapital als Finanzmarktzeitschrift, die im Jahr 2012 bereits dazu aufgerufen hat, in Kunst zu investieren. Also es findet durchaus auch in diesen Medien statt. Es wird auch diskutiert, auch von Vermögensverwaltern wird sehr, sehr kontrovers teilweise diskutiert. Ist Kunst ein Asset oder ist es keines? Allgemeingültig ist Kunst ein Asset. Kunst ist ein Sachwert, eindeutiger Sachwert, der älteste von Menschen handgeschaffene Sachwert und dementsprechend auch sehr, sehr wichtig für eine Asset-Allokation, einerseits für vermögende Investoren, aber auch als Beimischung für Menschen, die eben nicht ganz so viel im Geldbeutel haben. Trotzdem gibt es hier interessante Optionen zu investieren. Und welche Arten von Kunstinvestitionen gibt es und welche sind sinnvoll? Was sinnvoll ist, ist das eine und was man machen kann, ist das andere. Es ist natürlich wieder Frage des Geldbeutels, das heißt, der Geldbeutel determiniert hier die Möglichkeit zu investieren. Häufig wird wahrgenommen, dass das Thema Malerei eines der wichtigsten Kunststilrichtungen ist. Das ist auch unbestritten so. Allerdings müssen Sie, um in Malerei erfolgreich zu investieren, sicherlich sechsstellige Summen bemühen, um dann auch adäquate, am Markt etablierte Kunst entsprechend investieren zu können. Wir halten es mit der Fotografie sehr, sehr bedeutsam, insofern, dass die Einstiegsgröße in der künstlerischen Fotografie sehr, sehr viel günstiger ist. Sie bekommen dort Bilder bereits ab 3.000 Euro, die musealen Charakter haben und damit natürlich von der Einstiegshürde sehr, sehr interessant zu investieren. Das heißt also, die großen Summen, die wir immer in den Nachrichten von den Auktionshäusern hören, sind nicht die, die der Normalanleger investieren muss, um überhaupt bei Kunst dabei zu sein. Das ist genau so. Aber wir haben hier wieder dieses Spannungsfeld der Medien. Herr Pieper, ich weiß, dass Sie oft auch über die Medien reden, was Medien oder medial insgesamt berichtet wird. Und da haben wir natürlich schon das Phänomen, dass diese großen Auktionen, die immer wieder stattfinden, die im letzten Jahr, in diesem Jahr stattgefunden haben, erst jüngst haben wir das zweiteuerste Auktionsbild aller Zeiten im Markt gehabt, dass das sehr, sehr große Aufmerksamkeit sich erfreut. Das heißt, die Menschen nehmen es wahr und haben natürlich dieses komische Gefühl, wie kann Kunst in dieser Größenordnung so teuren Preis kaufmännisch gerechtfertigt sein, beziehungsweise andererseits betrachtet, werde ich als Privatinvestor nie die Möglichkeit haben, in dieses Asset einsteigen zu können. Hürde ist viel, viel tiefer tatsächlich. Wie haben Sie denn den Einstieg in Kunst gefunden? Ich weiß, Sie sind über viele Jahre im Finanzmarkt unterwegs. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Es war letztlich, ich glaube, ich darf es so sagen, auch wenn eine Kamera läuft, in der Verzweiflung ein Stück weit geschuldet. Ich habe als Student damals noch das Jahr 2001 fortfolgende erlebt, als die Märkte explodiert sind, die New Economy Blase sich entladen hatte. Habe dann in beratender Funktion das Jahr 2008 miterlebt, als Lehman im Oktober damals pleite gegangen ist. Dann das Jahr 2011, als es hieß, Griechenland
geht pleite oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja bis heute nicht, was dort eigentlich passiert. Und dementsprechend mich dann im Jahr 2011 tatsächlich auf die Suche gemacht nach einer alternativen Sachwertanlage, die diesen ganzen Schwankungen auch dagegen spielt. Also die nicht allokiert mit den Märkten, nicht im gleichläuft mit den Märkten, sondern einen wichtigen, starken Counterpart dagegen stellt. Und in diesem Zusammenhang auf das Thema Kunst gestoßen, selber sehr, sehr kunstaffin zugegebenermaßen seit vielen, vielen Jahren. Und dementsprechend dann aus dem Interesse, aus der Faszination davon auch eine Anlageklasse kreiert. Das heißt, das erfüllt Kunst schon mal als erste Botschaft. Kunst erfüllt schon den Anspruch an einen Sachwert. Definitiv. Ich hab Ihnen einen Sachwert mitgebracht, um das auch zu zeigen, dokumentieren zu können, wie so ein Sachwert ganz konkret ausschauen kann. Sie sehen hier einen portablen, einen fungiblen Sachwert, den ich jederzeit von A nach B tragen kann. Dieser stammt im Moment aus dem Zollfreilager in Embrach. Das heißt, ich habe hier ein Werk, das im Moment einen Marktpreis aufruft von nur 4.750 Euro. Soll heißen, dass Fotografie sehr, sehr günstig zu haben ist. Dieses Bild in dieser Form kann ich im Moment ohne große Probleme in New York veräußern, in London veräußern oder auch in Frankreich an den Mann bringen. In einer Währung, die mir beliebt, das kann ich frei letztlich entscheiden, in welcher Form ich es verkaufe. Und dementsprechend macht es deutlich, dass wir ein ganz, ganz konkreten Gegenwerk haben. Ganz konkret ist es hier ein Werk von Vivian Meyer, der neuen großen Entdeckung der Fotografie, 2009 verstorben, 2009 auch entdeckt worden und dementsprechend auf der Überholspur im Moment im Kunstmarkt. Vivian Meyer ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, da gibt es ja auch einen berühmten Film zu diesem Thema. Es gibt einen Film, der in diesem Jahr zum Oscar prämiert wurde, nicht gewonnen hat, als Dokumentarfilm nicht gewonnen hat. Warum? Weil Edward Snowden, der Whistleblower, die gesellschaftliche noch bedeutendere Filmeinlage geschaffen hat. Aber worum es hier letztlich geht, ist dieses Leben dieser wunderbaren Künstlerin Vivian Meyer, die nie entdeckt werden wollte, eher im Verborgenen gearbeitet hat, zu reflektieren, zu dokumentieren. Und die Kunstwelt steht heute voller Hochachtung vor dieser Frau, die nie in Erscheinung getreten ist, das eben auch nicht wollte, wie gerade schon gesagt, aber dann entdeckt wurde und im Moment posthum letztlich zu großem Ruhm gelangt. Aber ich denke, da liegt ja genau die Schwierigkeit drin, den richtigen Künstler zu finden. Wie gehen Sie davor? Das ist richtig. Sie haben im Kunstbereich natürlich sehr, sehr häufig das Phänomen auch des Versuch und Irrtums. Sie können jetzt in eine Galerie gehen, Sie können im Internet sich Künstler kaufen, in der Erwartung, dass die in der Zukunft auch sehr, sehr große Wertsteigerungen an den Tag legen. Das kann theoretisch passieren, aber das Risiko, dass dieses nicht passiert, ist natürlich immens größer. Wir arbeiten mit Künstlern, die international etabliert sind, die einen sogenannten Track Record aufweisen, also deren Geschichte nachweislich erfolgreich ist. Wir arbeiten eben mit der Fotografie, weil sie seit 1970 als Kunstform anerkannt ist, in Editionen aufgelegt wird. Das heißt, wir haben immer mehrere Bilder, dieses von Vivian Meyer beispielsweise 15 Mal. Dadurch habe ich eine Marktpreisbildung. Und wenn man dann noch darauf achtet, dass man eben in diese etablierten Künstler investiert, die auch in großen Museen hängen, ich nenne das immer umgangssprachlich MoMA-Ware, also Bilder, die im Museum of Modern Art hängen könnten. Da schimpft mich mein Art Advisor immer, wenn ich diese Begrifflichkeit verwende. Aber letztlich soll es darum gehen, Bilder, die in großen Museen auffindbar sind, im eigenen Bestand zu haben. Denn die sind erfahrungsgemäß sehr, sehr lukrativ. So, und dann bin ich nun der Kunstinvestor oder möchte einer sein. Mit welchen Einstiegsgrößen muss ich denn rechnen? Sie können Bilder tatsächlich im Bereich der fotografischen Kunst eben ab 3.000 Euro erwerben. Im Rahmen einer Allokation, dass man jetzt auch das Interesse hat zu streuen, also auch die Risiken auch innerhalb der Kunst zu diversifizieren, empfehlen wir Anlagen ab 15.000. Darunter sollte es nicht sein, sonst würde man im Prinzip doch ein Klumpenrisiko wieder eingehen, dass ein Wert investiert wird, der sich möglicherweise nicht so gut entwickelt in der Zukunft. Vorhin in einem Nebensatz sagten Sie, Kunst entwickelt sich unabhängig von den Märkten, also unabhängig von den Börsen etc. Was ist da die Spezifikation? Für diesen Satz würde mich mancher Analyst auch Lügen strafen. Ich muss den erläutern, weil auch 2008 ist es so gewesen, dass tatsächlich die Kunst rückläufig war. Dort gab es auch ein Erdbeben. Warum? Weil die Kaufkraft geschwunden ist. Wir erinnern uns an die große Immobilienblase, in der die USA platzte. Die USA ist der wichtigste Kunstmarkt der Welt und dementsprechend konnte das auch nicht ohne Auswirkungen bleiben. Wir müssen aber im Kunstbereich doch immer unterscheiden. Die Kunst als Ware die Fülle der Jungkünstler, sage ich mal, denen ich viel, viel Glück und Erfolg wünsche, die Mäzenatentum benötigen und Förderungsmaßnahmen, keine Frage, aber die als Anlageklasse natürlich ein sehr, sehr hohes Risiko bergen. Und wenn ich jetzt in dieser Phase Malereien beispielsweise gekauft habe von unbekannten Künstlern für 10.000, 15.000 Euro und dann kommt eine Finanzkrise, die Kaufkraft gesamtgesellschaftlich mindert, dann bin ich natürlich schon in der großen Gefahr, dass ich diese Kunst zu diesem Zeitpunkt nicht mehr losbekomme. Dementsprechend wichtig,
wichtig, auf etablierte Kunst zu gehen. Das ist die Kunst, die auch in den Krisen natürlich Wert hält. Sie können das sehr, sehr gut vergleichen mit Immobilien. Es wird immer Immobilien geben, die auch in der Finanzkrise stärker standhalten, ja, als solche, die eben ja als sogenannte günstigere Immobilien, Schrott möchte ich nicht sagen, weil ich die jungen Künstler im keinen Fall mit Schrott vergleichen will, sondern Jungkünstler auf der einen Seite und Immobilien, die eben nicht ganz so guten, populären Lagen sich befinden. Nun habe ich dann in Kunst investiert und hänge es mir dann zu Hause hin. Da habe ich ja auch gewisse Risiken. Es kann brennen, Diebstahl und so weiter. Wie kann man sowas lösen? Indem ich es gut versichere, das ist die eine Möglichkeit, wofür ich dafür nicht zuständig bin, aber den Ball natürlich den Versicherern rüberspielen müsste. Jedes große Bankhaus, jedes große Versicherungshaus, sämtliche Messen sind natürlich umfassend versichert, genau für diesen Fall des Diebstahls, der Beschädigung insgesamt. Als Kapitalanlage betrachtet empfehlen wir, Kunst einzulagern in ein Zollfreilager. Das hat verschiedene Vorteile. Erstens spare ich mir die Umsatzsteuer. Das heißt, ich kann dieses Bild ohne die 19% in Deutschland erwerben. Dann ist man schon mal 19% vorne. Dann ist man 19% vorne. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt zwei ist, die Lagerung ist natürlich adäquat. Das heißt, unter besten klimatischen und auch besten Sicherheitsbedingungen. Und dadurch wird natürlich auch Punkt drei, der Wiederverkauf, deutlich besser. Weil der Käufer des Bildes in der Zukunft möchte natürlich genau wissen, unter welchen Kriterien ist das Bild entsprechend gelagert worden, wo stammt es her und welche Geschichte hat es seither genommen. Geben Sie unseren Zuschauern doch ein Stückchen Ausblick zum Thema Rendite. Ist es nur Liebhaberei oder liefert es auch Rendite? Da bin ich ja mal einer, der auch im klassischen Finanzmarktbereich die ganzen Analysten mit Schmunzeln die Schätzungen des Jahres, die jetzt im Januar wieder kommen werden, wie sich das Jahr 2016 entwickeln wird, ein bisschen mit dem Schmunzeln entgegennimmt, es ist tatsächlich schwer zu sagen. Was wir wissen aus Erfahrungswerten heraus ist, dass man, wenn wir es konservativ rechnen, in Kunst, Fotografie insgesamt Steigerungsraten sicherlich hat zwischen 6 und 10%. Das sind auch Quellen, die das belegen regelmäßig. Natürlich gibt es die exorbitanten Sprünge nach oben, die sich jeder wünscht zu haben. Ja. Vivien Maier ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es auch deutlich schneller gehen kann. Dort haben wir zweistellige Renditen innerhalb eines Jahres im Moment. Also insofern gemeinhin halten es die Investoren doch mit konservativen Renditen und da ist man, glaube ich, mit 6% sehr, sehr gut dabei. Da schlagen wir ja mal um Längen das Sparbuch. Da schlagen wir um Längen das Sparbuch, aber das sind Zeiten wie diesen natürlich auch nicht die große Kunst. Das stimmt, mit Sachwerten ohnehin nicht. Ja, Sachwerte, Sicherheit eines Sachwertes. Da stellt sich natürlich immer die Frage, ich habe es gekauft, wie werde ich es wieder los? Es gibt hier ganz verschiedene Optionen. Entweder gibt man sich einem Händler an die Hand, so wie wir das beispielsweise auch sind, die es in den Wiederverkauf geben. Eine andere Option ist natürlich das Gespräch mit Galeristen suchen, die es in jeder großen deutschen Stadt gibt. Auch wichtige Galeristen, die dann auch bereit sind, Preise zu zahlen oder in Kommission die Bilder anzukaufen. Dort ist wieder das entsprechende Kriterium, dass die Kunst bedeutsam ist. Denn umso bedeutsamer die Kunst, umso leichter lässt sie sich natürlich wiederverkaufen. Der dritte Punkt ist das Thema des Internetabverkaufs. Es gibt eine große Studie eines großen deutschen Versicherers, der ganz, ganz klar den Trend aufzeigt, dass der Internetmarkt ein kommender Markt ist, ein wichtiger Markt. Und interessanterweise besagt diese Studie auch, dass 75% derer, die übers Internet gehen, nicht aus Geschmack heraus kaufen, sondern kaufen, um einen Sachwert zu haben und auch auf Wertsteigerung Wert legen. Wenn Sie dann Kunst in ein Portfolio beimischen, ich empfehle ja immer Gold als Grundsockel dort mit reinzunehmen. Ich empfehle die eigengenutzte Immobilie, vielleicht die fremdgenutzte Immobilie. Wie würden Sie es gewichten, wenn Menschen jetzt, viele sind verunsichert und sagen, Mensch, bei meiner Bank, Sparkasse, Volksbank, das funktioniert alles nicht mehr mit den Geldanlagen. Wenn ich dann mal ein paar Scheine auf den Tisch lege, wie viele Teile dieser Scheine sollten dann in Kunst landen? Schwierige Frage, weil es natürlich wieder eine anlagespezifische Frage ist. Man müsste beachten, welche Risikoneigung bringt der Investor mit. Sie haben es ganz nett gesagt, gerade Herr Pieper, Gold ist eine Basisanlage für ein Portfolio. Das können wir jetzt auch diskutieren, ob es das wirklich ist. Denn vom Gold komme ich genauso wenig runterbeißen wie von meinem Foto oder von meinem Gemälde in der Finanzkrise, wenn es hart auf hart kommt. Aber dennoch ist es so, ich betrachte letztlich Kunst genauso in einem Atemzug wie Gold und die Immobilie als Sachwertanlage, weil es da tatsächlich hingehört. Die Vermögenden, das hatten Sie eingangs gesagt, investieren dort im großen Maß. Und ich habe eben genau diese Fungibilität. Ja, ich habe einen Wert, der sehr, sehr einfach zu veräußern ist, sehr, sehr einfach auch zu transportieren ist, sich in einem Zollfreilager befindet, auch außerhalb des Bundes. Gebietes, wenn das eben gewünscht ist, das heißt im Ausland sich befindet und verbindet dementsprechend natürlich große Vorzüge.
Von der prozentualen Gewichtung her kann man sicherlich streiten, aber ich habe es in anderen Berichten auch schon gesagt, ich denke, so eine Allokation zwischen 10% und 20% maximal eine Beimessung von Kunst bei Leuten, die etwas im Geldbeutel auch übrig haben, ist sicherlich vertretbar. Und Kunst ist ja dann, und ich vermute, wir werden noch schwierige Zeiten in den Märkten bekommen, in unserem Umfeld, ein idealer Tauschgegenstand. Es ist ein idealer Tauschgegenstand, vor allem dann, wenn die Losgrößen nicht so groß sind. Sie kennen die Diskussion vom Gold, dass man eben möglicherweise in kleineren, kleinteilig kaufen sollte. Wenn ich ein großes Werk habe in der Kunst, ein teures Werk, Sie kriegen auch Fotografien, die 1 Million Euro wert sind, wenn ich jetzt an Gursky denke oder an Ruff, dann ist es mit der Tauschbarkeit natürlich sehr, sehr schwierig. Hingegen, wenn ich einen Wert habe wie Vivien Maier oder auch viele, viele andere Künstler, wie August Sander, einer der wichtigsten Fotografen unserer Zeit, verstorben 1964, lange tot, dann sind es Gegenwerte, die ich weltweit letztlich in den Tausch bringen kann, ganz konkret, und die Losgrößen auch sehr, sehr überschaubar sind. Wie beim Goldkauf ist die Beratung auch immer ganz wichtig. Das ist für mich ein ganz wichtiger Moment, denn man weiß, im Einkauf liegt der Vorteil. Wie soll man es denn bei der Kunst machen? Die Kunst arbeitet auch mit Einkaufsvorteilen. Grundsätzlich ist es immer interessant, unter dem Marktpreis einkaufen zu können, was zugegebenermaßen nicht immer möglich ist. Wenn Ware sehr, sehr rar ist, sehr, sehr beliebt ist, dann wird auch der Galerist Ihnen möglicherweise nur einen sehr geringen oder gar keinen Rabatt einräumen. Aber generell gilt letztlich eher, auf diese Blue Chips zu setzen. Ich vergleiche das immer ganz gern mit der Börse. Sie können dort den DAX kaufen, Sie können den TecDAX kaufen, den SDAX, den MDAX. Und dementsprechend können wir dieses Bild auch auf die Kunst übertragen. Wir haben die Blue Chips, das sind die A-Künstler, die also gewichtig sind, die in wichtigen Museen hängen. Die raten wir zu kaufen. Es gibt die B-Künstler, die noch nicht ganz so lange am Markt etabliert sind, der MDAX letztlich aber doch schon angekommen, und der SDAX, sinnbildlich gesprochen, sind dann die C-Künstler, die also noch eine längere Reise vor sich haben. Da ist mehr Spekulation dabei, aber auch die Chance, mit der Spekulation natürlich ein höheres Rendite zu erwirtschaften. Gibt es Vivien Maier, haben wir gerade gehört, die ist ja namhaft geworden, auch durch diesen Film. Gibt es einige Künstler, wo Sie sagen, wow, da habe ich jetzt meinen Fokus drauf gesetzt, oder die machen gerade interessante Sprünge bei den Einkäufern? Gibt es ein paar, die Sie so sagen, da sollte man mal den Fokus drauf richten, da sollte man sich mit beschäftigen? Das durchaus gibt es die. Das sind auch Künstler, die wir letztlich kaufen. Das ist der Fokus auf vor allem im Moment den alten Amerikanern. Ich meine den altehrwürdigen Amerikanern. Klammer auf Schweizern, die in Amerika leben. Ich denke an Robert Frank, ich denke an Lee Friedlander, John Meyerowitz. Das sind alles Persönlichkeiten der Kunstszene, die man kennt, die auf jeder großen Messe eine Rolle spielen, die in jedem wichtigen Museum dieser Welt hängen, die man kaufen kann, auch zu dann überschaubaren Preisen. Damit meine ich, belegen wir in der Größenordnung ab 10.000 Euro. Also wirklich museale Ware sich ans Wohnzimmer hängen können oder im Zollfreilager einlagern können. Hier geht es vor allem wirklich dieses Etablierte, sind Künstler, die vor 30, 40 Jahren begonnen haben zu fotografieren, respektive dort ihre Aufnahmen gemacht haben, sehr, sehr lange Marktpräsenz haben und damit natürlich auch eine sehr, sehr hohe Sicherheit vereinen für den Anleger. Möchten Sie unseren Zuschauern vielleicht zum Abschluss noch einen speziellen Tipp geben? Wo ist der nächste Weg zur Kunst? Das ist eine schwierige Frage, da müsste man in die Eigenwerbung gehen, das wollen wir natürlich nicht tun. Aber letztlich möchte ich überhaupt das Herz öffnen für die Kunst. Kunst ist einerseits ein sehr, sehr schönes Investment. Es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, leicht veräußerbar. Es ist in jeder Währung auch veräußerbar. Und es gehört einfach als Asset-Allokation hinein, wohlwissend, dass ich weiß, dass die allermeisten Menschen auch diesen Beitrag möglicherweise mit etwas Erstaunen zur Kenntnis nehmen und sagen, hoppala, Kunst hatte ich im Moment nicht auf dem Schirm. Dann rate ich Ihnen dringend, bringen Sie Kunst auf dem Schirm, beschäftigen Sie sich damit. Es ist eine Anlageklasse wie jeder andere auch. Meine Damen und Herren, einmal mehr haben wir uns beim Expertentalk mit interessanten Themen beschäftigt. Heute mal was Schönes, keine Krisensituation, sondern etwas Schönes. Ich kann Geld verdienen mit Kunst und habe es möglicherweise noch an der eigenen Wand hängen. Ich hoffe, Sie haben schöne Erkenntnisse heute gewinnen können und würde mich freuen, Sie beim nächsten Expertentalk von Klartext begrüßen zu dürfen.